Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zum einen meinen Streuwagen vorstellen, den ich neu habe. Da kommen wir aber gleich zu. Es geht auch darum, den Rasen zu düngen und zwar das Ganze jetzt im Herbst zu machen. Warum? Oft ist es so, dass nach dem Sommer der Rasen vernachlässigt wird und gerade dieses Jahr hatten wir ja auch eine Hitzewelle. Vielleicht kann man das noch sehen, mein Rasen ist auch relativ stark mitgenommen worden durch die Hitzewelle und ich möchte ihn jetzt im Herbst einfach nochmal düngen, dass er gestärkt in den Winter kommen kann. Also meinen Rasen dieses Jahr mal nicht vernachlässigen zum Herbst, damit er nächstes Jahr im Frühjahr dann auch besser aussieht. Dazu habe ich hier den Streuwagen WE430 Perfekt von Wolf Garten bekommen. Das Video hier ist auch eine Produktplatzierung. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, ich hatte es als Produktplatzierung markiert, weil ich von contorion.de diesen Streuwagen kostenlos bekommen habe. Aus dem Grund die Markierung. Den Produktlink von contorion.de und den Streuwagen packe ich euch unten mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr auch noch nützliche und interessante Details über den Streuwagen. Schaut euch das einfach mal an. Und ich würde sagen, wir packen jetzt den Streuwagen hier erstmal aus, bauen ihn dann zusammen und werden dann gemeinsam damit auch den Rasen dann düngen. So, hier habe ich jetzt einmal alles für euch ausgepackt und jetzt müssen wir den Streuwagen erstmal zusammenbauen. Sieht am Anfang jetzt ein bisschen kompliziert aus, muss ich selber zugeben. Ich muss mich erstmal auch selbst ein bisschen zurechtfinden. Das, denke ich, geht aber meist jedem so, wenn man irgendwas Neues hat. Dafür haben wir aber hier eine Betriebsanleitung. Da habe ich gerade schon mal reingeguckt. Die sieht relativ gut und auch leicht verständlich aus. Hier ist auch noch mal ein bisschen beschrieben. Auch in mehreren Sprachen. Aber uns interessiert hier nur Deutsch. Sind aber, wie gesagt, andere Sprachen auch noch mit dabei. Entweder baut ihr das halt selber hier mit der Betriebsanleitung zusammen oder ihr guckt euch jetzt nachfolgend mein Video an. Da werde ich euch jetzt auch Schritt für Schritt zeigen, wie der Streuwagen zusammengebaut wird. Als erstes montieren wir jetzt die Räder am Streuwagen. Das funktioniert relativ einfach, ist aber für beide Seiten leicht unterschiedlich. Deshalb werde ich das euch auch an beiden Seiten zeigen. Wir werden jetzt hier unser Rad auf die Welle draufstecken. Dann haben wir hier die Unterlegscheibe und so ein Sicherungssplint, womit wir das dann auch befestigen, dass das Rad natürlich nicht mehr abfallen kann, wo wir es hier unterwegs nicht verlieren. Also, wir stecken es jetzt hier einfach einmal drauf. Jetzt haben wir hier, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, die Bohrung oder das Loch für unseren Sicherungsstift. Aber erstmal kommt die Unterlegscheibe drauf und jetzt kommt hier unser Sicherungsstift noch durch. Jetzt sichern wir hier unseren Sicherungsstift noch. Dazu einfach einmal hier mit der Zange umbiegen. Die Seite auch. So, wenn wir das einmal haben, kommt jetzt hier noch unsere Radkappe sozusagen drauf. Und dann ist Rad Nummer 1 auch schon montiert. Hier beim zweiten Rad ist die Montage jetzt ein ganz kleines bisschen anders. Im Prinzip habt ihr jetzt hier nur noch dieses Stück Eisen, diese Klammer, die ihr hier einmal reinsteckt. Und jetzt habt ihr sozusagen hier wieder diese Nase, das Gegenstück zu der Einkerbung hier aus dem Rad, dass ihr das Rad jetzt hier auch drauf schieben könnt. Und dann ist die Montage halt wieder das gleiche. Hier die Unterlegscheibe drauf, unseren Sicherungsstiftsplint hier rein, einmal umbiegen. Radkappe drauf und dann ist auch das zweite Rad montiert. Der nächste Schritt, hier die Unterkonstruktion nachher für den Griff, wird hier am Streuwagen montiert. Hier an der Seite könnt ihr das schon sehen, da habe ich das gemacht. In der Betriebsanleitung wird auch darauf hingewiesen, dass die Stücke nach außen zeigen sollen, nicht nach innen. Das ist nachher auch so eine Art Führung einfach. Und achtet halt darauf, wenn ihr das zusammenbaut. Und ich habe das hier von unten durchgeführt und festgeschraubt. Wird es jetzt hier mit diesen Schrauben. Hier haben wir auch so gebogene Unterlegscheiben und dann eine Hutmutter. Damit verschrauben wir das jetzt. Im nächsten Schritt montieren wir jetzt hier unser Griffoberteil. Dazu haben wir hier diese Bolzen und die Kunststoffflügelmuttern, womit wir das dann gleich festschrauben. Der Griff kommt jetzt hier einfach dran. Wir stecken den Bolzen durch und schrauben dann unsere Flügelmutter dagegen und auf der anderen Seite machen wir natürlich das gleiche.
Jetzt kommen wir zur Kalibrierung der Streumenge. Wir haben ja hier schon den Dosierer eingehängt am Griff und der nächste Schritt ist, dass man jetzt hier am Dosierer die 5 eingibt. Die muss deutlich lesbar sein. Dann haben wir schon mal den ersten Schritt für die Kalibrierung gemacht. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt wird es ein wenig komplizierter. Jetzt kommen wir nämlich zur Einstellung der Streumenge. Wir werden das jetzt erstmal auf die Standard- oder normale Streumenge einstellen. Ich habe dazu hier die Kontermutter schon mal gelöst. Wenn ich jetzt die Einstellschraube nach oben verdrehe, dann wird der Schlitten hier nach oben gezogen und die Streumenge vergrößert sich. Drehe ich die Mutter so, dass sie weiter nach unten kommt, wird die Streumenge etwas kleiner gemacht. Und wir werden das jetzt hier erstmal auf die normale Streumenge einstellen. Ich zeige euch einmal die Markierung. Die könnt ihr hier sehen. Hier, wo jetzt mein Daumen ist. Ich hoffe, man kann es über die Kamera erkennen. Da ist so ein kleiner Strich. Und wenn der schwarze Schlitten hier direkt mit der Kante abschließt, dann haben wir die normale Streumenge eingestellt. Und das machen wir jetzt einmal. Dazu drehe ich, wie gesagt, hier diese Mutter so weit nach oben, bis die Spannung soweit dann ausreicht, dass hier die normale Streumenge eingestellt ist. Hier könnt ihr es nochmal sehen, der Streuwagen ist jetzt auf die Grundeinstellung sozusagen eingestellt. Vergesst hier nicht bitte auch die Mutter wieder festzuziehen, dass ich das nachher nicht von alleine wieder verstellen kann. Und unser Streuwagen ist jetzt so gut wie einsatzbereit. Wir lösen jetzt hier noch mit dem Seitenschneider wieder unseren Kabelbinder und dann könnten wir auch schon mit der Arbeit loslegen. So, unser Streuwagen ist jetzt fertig und noch ganz schnell zur Funktion. Hier könnt ihr die Streumenge einstellen. Ihr findet meistens bei dem Saatgut oder bei dem Dünger hinten auf der Verpackung die Einstellmenge, die ihr hier einstellen müsst für euer Gerät auch speziell. Schaut da einfach mal auf den Karton drauf. Und da möchte ich jetzt noch zwei, drei Worte hier über den Streuwagen verlieren. Der Streuwagen ist meiner Meinung nach besonders gut geeignet, der sich halt wirklich schön einstellen lässt hier über das Drehrad. Jeder kennt vielleicht auch die anderen Streuwagen, wo man das etwas gröber einstellen kann, wo man nicht ganz so viele Einstellmöglichkeiten hat. Ihr könnt sehen, wie hoch hier die Zahl geht, wie viele Einstellmöglichkeiten man hier tatsächlich hat. Und die Einstellung ist sehr fein, also somit auch für fast alles geeignet. Ihr könnt den Streuwagen das ganze Jahr über benutzen. Sommer wie im Winter, Herbst, Frühjahr, gar kein Problem. Ihr könnt Sand, Kalk, Dünger, Streusalz, Saatgut, alles damit ausstreuen. Also der Streuwagen ist wirklich vielseitig einsetzbar. Nicht nur zum Rasendüngen, wie ich euch das jetzt zeige, aber dafür geht er halt auch und ich muss es machen. Von daher ist für mich jetzt der Streuwagen in dem Augenblick für das Rasendüngen mehr als gut geeignet. So, jetzt geht's los. Wir befüllen den Streuwagen. Hier nochmal zur Einstellung. Da findet ihr es auf dem Karton. Noch ein kleines Vorwort, bevor es losgeht mit dem Streuen. Falls ihr Haustiere habt oder kleine Kinder, macht's wie ich. Wenn ich jetzt das hier alles verstreut habe, das Düngemittel, dann werde ich die Rasenfläche noch einmal richtig bewässern, sodass das Düngemittel auch richtig im Boden einsinken kann. Und in der Regel sind die meisten Düngemittel ohnehin unbedenklich für Haustiere und kleine Kinder. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, möchte ich das einmal noch richtig schön ins Erdreich reingespült haben. Dann bin ich mir auch sicher, dass nichts passieren kann. So, wir füllen jetzt einmal hier unser Düngemittel ein, gleichmäßig in den Streuwagen. Und dann kann es auch losgehen. Ja, ich bin jetzt einmal rum mit meiner Rasenfläche und habe sie einmal komplett abgedüngt mit meinem neuen Streuwagen. Besonders gut finde ich halt hier die Dosierung. Ich kann hier über den Griff sagen, Streumenge
auf, dann wird gedüngt oder gestreut, je nachdem, was ihr gerade macht. Wenn ich den Griff wieder loslasse, dann verschließt sich unten meine Streuklappe und ich kann also auch meinen Streuwagen hin und her schieben, ohne dass ich mein Saatgut, mein Dünger oder was ich auch immer gerade verstreue, verliere. Das finde ich einen riesen Vorteil von diesem Streuwagen, den ich habe, von dem Wolf Perfect 430. Und ich bin mehr als zufrieden. Die Arbeitsbreite sind 43 cm, auch größere Flächen bis zu 800 Quadratmeter, ist ja mal nicht angegeben, kann man damit mühelos bearbeiten, bestreuen. Und das Fassungsvermögen hier sind 20 Liter. Der Streuwagen an sich selbst ist auch sehr leicht. Aufgrund des Griffs hat man ja den Vorteil, dass man ihn auch überall schieben kann, ohne dass man halt die Streumenge oder Streugut verliert. Von daher ist es nicht ganz so wichtig, aber trotzdem ist er sehr leicht. Und ja, ich bin mehr als zufrieden mit dem Streuwagen, finde ihn recht gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist der Griff. Der ist mir jetzt leider ein paar Mal hier beim Streuen rausgerutscht. Das hätte man vielleicht etwas besser regeln können, aber auch nicht weiterhin tragisch. Man kriegt es genauso leicht, wie es rausrutscht, auch wieder rein. Also nicht wirklich schlimm. Wenn man einen Minuspunkt finden will, dann halt den. Ich möchte es halt nur fairnesshalber auch irgendwo anmerken. Nicht, dass sich der eine oder andere nachher auch darüber ärgert und sagt, ich hätte es nicht gesagt. Das ist, wenn man halt wie gesagt einen Minuspunkt unbedingt suchen möchte, dann kann man den nehmen. Ansonsten ist das Gerät hier wirklich wunderbar und ich arbeite gern damit. Ich werde auch mehr Sachen damit machen, als jetzt nur den Rasen damit abzudüngen. Ich hatte es ja schon erwähnt, ihr könnt hier mehrere Sachen mit verstreuen. Schaut euch einfach mal den Streuwagen an. Ich habe euch ja wie gesagt den Produktlink unten in der Videobeschreibung reingetan. Da könnt ihr euch auch noch weiter informieren über das Gerät. Da findet ihr auch noch die Angaben zum Preis und auch noch weitere technischen Daten. Und ja, wir kommen dann hier zum Ende des Videos. Ich hoffe, dass euch das Video hier gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr das unten in die Kommentare reinschreiben oder ihr schreibt mich alternativ über Facebook und Instagram an. Auch die beiden Kontaktinformationen stehen unten in der Videobeschreibung. Und ja, wer möchte, kann natürlich auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!